Herzlich willkommen zurück bei der Time Stand Still. Wir sind heute ein wenig kleiner als ich da, weil viele im Urlaub sind und die Hitze einfach hier zugeschlagen hat in Deutschland. Mit dabei ist der Carvon. Servus. Sehr schön. Dann haben wir den Leitwolf dabei. Servus. Beziehungsweise Wolfsrudel LP. Dann ist dabei der Really Fail. Nein, nochmal schönen guten Morgen. Sehr schön. Und der Bootsmann ist dabei. Hallo Bootsmann. Hallo. Sehr schön. Ja, wir, wie gesagt, ein bisschen kleinerer Rahmen heute. Wir haben uns. Einfach wegrammen da die Kiste. So, gucken wir mal, ob das hier alles klappt mit der Maisernte. 11. 12. 11. Wow. Bist du deppert. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben hier ein riesengroßes Maisfeld aufgekauft und hochgezogen. Haben das Ganze noch mit Hand gesät. Ja, denn der Projektname kommt ja nicht von ungefähr. Ja, also der Controller zumindest. Ja. Ja. Und 23 Helfer hatte ich hier drin. Brauchst du schon? Ja, ich brauchte 23 Helfer, ja. Doch. Also 23 Helfer, die helfen mir, das Gamepad zu halten. Ja, weil ich einfach zu schwach bin. Was da ein goldkarätiges, schweres Gamepad. Das hat jetzt keiner gesehen, das schneiden wir raus. Denkt sich, das ist rausgeschnitten. Sag mal, Carvon, wann kriegst du eigentlich den Platin-Play-Button von YouTube? 100.000. Na, Platin nicht. Nee, Platin. 10 Millionen, sagst du, ne? 10 Millionen, ja. 10 Millionen Abonnenten, dann kriegst du jetzt den Platin-Play. Den Silver gibt es ab 100.000. Also ach so, Woche, den Silver gibt es auch 100.000. Ja, Bronze 50. Wirklich? Das war kein Nee, okay. Das war jetzt eine Frage. Was denn? Nee. Bronze überpiept, glaube ich nicht. Und bei 34 Millionen Abonnenten kriegst du dann den PewDiePie-Play-Button. Das ist Kupfer. Ja, der ist Wahnsinn, oder? Ja, 34 Millionen. Das ist schon echt krass. Ja, Englisch muss Kino, du hast schon mal die Hälfte der Miete, wirklich. Ja. Englisch kannst du dafür reichen. Ja. Wahnsinn. Also ich hatte mal eine Idee für einen Channel, und zwar war der Channel, also die Idee, also falls jemand von den Carvon... Carvon, ich bin nicht voll, warte mal. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich die Scheiße da hin mache. Ich glaube zu Tim. Dann lass mich hier ein bisschen... Genau, ich lasse Carvon und Lightwolf lass ich ein bisschen vorfahren. Ja, ne, das Problem ist, du musst halt rechts daneben fahren eigentlich, ne? Ja. Ne, und zwar hatte ich überlegt, es gibt also so als Nickname Belpo. So, Bad English Let's Player Online. So, weil ich glaube nämlich, dass du mit so einem richtig schlechten Englisch, also so ein Lothar Matthäus Englisch, übelst gut ankommst. Ja. Also liebe Livestream-Zuschauer von Carvon jetzt auch hier auf Hitbox, wenn einer von euch die Idee klauen möchte, bitte. Ich habe keine Zeit, ich muss mich um meine 52 Millionen Abonnenten muss ich mich nochmal kümmern. Ich habe aber wirklich mal probiert, dass ich meine Morphe-Schulung in Englisch mache. Wirklich? Mhm. Ja, und das war nur bescheiden. Das war wirklich nur bescheiden. Du hast einfach den Wortschatz nicht. Das ist, selbst wenn du doch halbwegs gut Englisch kannst, und ich mich da nicht von mir behaupten, dass ich halbwegs gut Englisch kann, aber der Wortschatz ist einfach. Was heißt gut Texture, Model, okay, sehen die Sachen, weiß ich nicht. Ja, wenn du das Song denkst, geht's leicht, aber wenn du das noch in der Aufnahme reden musst. Ja, ja. Genau, dann denkst du einfach die Zeit nicht zum Dinger. Ja, falls ihr im deutschen Job schwer gleich Worte zu finden, ja, und dann noch in Englisch. Ja. Mir ist das wirklich vor zusammenschreiben, aber das ist dann mal nicht der Aufwand. Können wir gleich vielleicht mal drehen, damit man wenigstens richtig beladen kann, weil so fliegt die Hälfte daneben, sag ich mal. Gebiete. Okay. Ach, scheiß drauf, weiter. Ah ja. Einer Ständen da. Das sieht bei uns fällt schon manchmal anders aus. Dachte mir, dann da wieder für Holzfäller und ja. Ich versuche hier nicht so viel zu stehen zu lassen. Nee, also, was halt, ich war 4 Wochen in. Kannst du kurz kommen? Jetzt. Dann könnte ich die Karte ausblenden. Ich war, 4 Wochen war ich mal in London, hab da gearbeitet. Oder ein Praktikum gemacht, besser gesagt. Mhm. Und ja, nach 2 Wochen denkst du wirklich Englisch. Also du hast halt dann, natürlich hast du zwischendurch nochmal ein paar deutsche Gedanken. lecker deutsches Bier. Some tasty German beer. nee, aber es ist wirklich erstaunlich, weil du siehst halt alles in Englisch. Und denkst halt nachher auch Englisch. Mhm. Und das ist dann schon echt nicht verkehrt. Aber dann bist du halt 2 Wochen wieder in Deutschland und denkst du wieder Deutsch.
Scheiße, ich muss schon wieder meine Küche aufräumen. Ja, genau, sehr wahrscheinlich. Macht ein Brille nicht, oder wie? Nee. Doch, macht er auch, aber nicht so. Kennst du ja, Peter, Paul und Mary are sitting in the kitchen. Peter, Paul und Mary sitzen im Knast. So. Oh, look, there is some music. Oh, look, there is some music in the air. Oh, da ist ein bisschen Musik in den Ohren. Ja, es ist immer Otto Walkes, wie er leibt und lebt. Gibt's, der macht aktiv noch was? Ich glaube, der macht nichts mehr, oder? Also ab und zu, glaube ich. Ja, der ist doch jetzt in diesem neuen YouTuber-Film drin. Echt? Ja. Das war's? Ist er jetzt YouTuber? Stimmt, da gab's doch diesen YouTuber-Film. Wie ist der? Kartoffelsalat. Oh, der ist... Den wollte meine Freundin unbedingt gucken. Aber den gab's hier in der Gegend halt nicht, weißt du? Naja, das ist das Problem. Deine Freundin wollte nur gucken, weil ich nicht drin vorkomme. Was? Ich habe ja gesagt, sie wollte ihn gucken, aber der wurde hier in den Kinos nicht gespielt. Also wenn wir einen österreichischen Let's Play brauchen. Ah, Scheißdreck. Was ist mit österreichischen Let's Play? Ich bin vorne voll, aber hinten, weil der. Im zweiten Teil dann vielleicht. Also wir müssen es dass wir mit einem Anhänger fahren. Im zweiten. Er soll doch halt einfach mal so, also andersrum fahren, weißt du? Weil dann können wir wenigstens neben dran fahren, dann kann man noch was vorziehen. Weil meinst genau andersrum dann, ja. Stimmt. Dann habe ich ja also gerade eben schon gesagt, und dann hieß es. Mit einem Anhänger. Ja, dann hieß es, nee, ist egal. Lass einfach so weiterfahren. Läuft schon. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Habt ihr denn was von der Gamescom irgendwie mitbekommen? Ja, so extrem. Wahnsinn, was? Oder? Also ja. Unglaublich. Also, Weil gerade kommt raus, weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Bis durch die gute Edition mit 7 Geräten. Wahnsinn, die waren wieder echt. Und LS16 ist released worden. LS4 Netherlands. Und man weiß sogar noch nicht mal, welche Android neuen Fahrzeuge im LS17 dabei sind. Nee. Also, ich weiß nicht, ob Greenscreen TV jetzt hier mitguckt oder das sieht oder so, ne? Aber. Ich würde ihm anbieten, vielleicht nochmal so ein kleines Interview-Coaching zu machen. So, das, ja, cool, Greenscreen habe ich nur am besten gefunden. Das war eigentlich nicht schlecht. Von dem, was ich gesehen habe. Ja, das Problem ist halt, also ich sag mal so, ich habe ja früher Bands und so interviewt. Rammstein? Nee, Rammstein leider noch nicht. Aber ich habe die Vorband von Motorhead habe ich interviewt. Okay. Wie hieß? Blackstone Cherry. So, können wir jetzt bitte einmal in die andere Richtung fahren? Ja, das machen wir. Ganz, dann kann ich mir nicht auch noch folgen. Nee, also das Problem ist, also ich fand das, wie er es gemacht hat, war okay. Allerdings war die Interviewführung selber, also du meinst Frage, Antwort, gut, man muss auch sagen, beim zweiten Interview hat er sehr, sehr wenig sagen können. Sorry, Postmann. Ja. Das ist halt leider immer das Problem. Ja, aber du musst halt noch ein bisschen mehr, also du kannst aus Leuten so viel rausquetschen, so, und du musst halt einfach, du musst halt so ein bisschen so einen gewissen Fluss musst du aufbauen, also so einen gewissen Interviewfluss, und was ich halt auch nicht so toll fand, das ist aber auch halt wieder Geschmackssache oder Geschmacksfrage, ob man jemanden beim Interview sieht oder duzt. Also es ist ja nicht Angela Merkel, mit denen der Greenscreen TV da gesprochen hat. Hat er ihn geduzt oder gesiezt? Er hat ihn gesiezt. Schau. Ja, okay. Also, es ist... Aber ist der Herr Entwickler? Hallo? Ja, es natürlich ist... Bootsmann, kannst du ein bisschen Abstand von Flo halten, damit ich voll werde? Also, man kann ja... Ist natürlich die Frage, man kann ja vorher sagen, so, wollen wir es, damit es ein bisschen einfacher wird, ob wir zum Du übergehen zum Beispiel. Natürlich, aber es ist ja ein Entwickler, es ist ja auch nur ein Mensch. So, ne? Ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie... Ein Mensch. Ja. Stimmt, ja. Ja, aber Angela Merkel ist halt eine... Also, die würde ich auch siezen, ne? Nee. Ich würde zu dahin gehen, ey, Alter. Also für einen Berliner Flughafen würde ich gar keinen verdutzen. Also so rein theoretisch. Stimmt. Ja, der Berliner Flughafen ist so eine reine Katastrophe. Eben. Ja. Und solche fähigen Menschen sitzen, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Weil solche Leute, die 4,5 Milliarden jetzt schon vertraten haben, kehren sicher nicht mehr gesitzt. Nee, das stimmt. Da muss ich 3 Monate YouTube-Videos machen, ey. Das ist ja unfassbar. Ey. Ich muss ein paar Wochen machen. Da bin ich weg. Ja. Irre. Ja. Nee, also ich bin auf LS17 bin ich gespannt. Ich hoffe, da kommen jetzt demnächst noch mal ein paar mehr Infos. Also was ich mir halt wünschen würde, wäre halt mal so richtig schöne Fruchtbäume oder Weinbau.
Das wäre, glaube ich. Ja, allein schon Fruchtzorn wäre noch überhaupt nicht schwer und will nochmal was reinbringen, aber da haben sie derzeit überhaupt noch gar nichts geplant. Also laut dem. Es wäre so schwer, Schweine oder Rinder reinzubringen, ne? Ja. Aber du hast ja gehört, laut dem Entwickler, der weiß eigentlich gar nichts über alles 17. Ja. Nee, da müssen wir nochmal gucken. Nee, also IC-Steuerung, nee, also die machen wir auf keinen Fall. Nee. Ist da haben wir. Die kapiert keiner. Nee, die kapiert echt keiner. Also sieht man ja auch in den ganzen Mods. Ne? Leertaste drücken. Das Mod ist für Modding für Dummes nochmal durchlesen. Ja, genau. Liegt wahrscheinlich bei Giants als Klolektüre oder so dann nochmal. Das Buch muss jeder gelesen haben, bevor er anfängt. Ja. Also, Sie wollen also bei Giants als Softwareentwickler arbeiten. Haben Sie Modding für Dummies gelesen? Nein? Der Nächste. Ideal. Ja. Nein, also was mich halt wundert, ist halt, also warum spannen die Modding-Community nicht noch mehr ein? So, ne? Also die machen es ja teilweise schon, aber... Aber wenn man ja noch nicht hilft, man hilft ja noch nicht bei Modclub, warum so, weiß ich nicht. In Wirklichkeit ist Giants nicht gerade das Community-freundlichste Unternehmen. Das Einzige, was gemacht haben, ein Spiel, was Community zulässt. Ja. Die Community wird beim Hauptproblem Modclub nicht unterstützt. Und ehrlich, wenn meine Videos jeden Tag 15 Mal woanders zu finden sind, würde ich auch drauf scheißen. Ja. Das ist echt der Knackpunkt. Gezogen, hochgeladen oder sonst was eben. Ja. Ja, also ich weiß, also ich find die Modding-Community macht teilweise mehr für LS15 als Giants. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht die Idee, sozusagen. Und dann... Ist das gerade oder? Ja. Nein. Okay. Da steht schon dem Spieler zu, den Entwickler zu. Oh ja, du bist voll super. Also ich meine, wenn man sich halt mal überlegt, was jetzt hier alles für Mods jetzt auf der Map drauf sind, die wir jetzt natürlich jetzt aktuell noch nicht zeigen. Aber wir haben eine Schweinemast, wir haben eine Rindermast, die funktioniert sogar. So. Es gibt Hühnermasten, es gibt Hasenställe, die platziert sind und Geld bringen und so weiter und so fort. Das ist ja genau. Wahnsinn. Ich bin voll, stopp, ich bin voll. Okay. Man kann eigentlich sagen, warum ist die Schlangenlinien fahren? Scheiß LS-Spiel mindestens 2 Serien voraus. Ja. Bis die mal andere Fruchtsorten reinbringen, die gab es ja schon in LS11, oder? Ja, LS11 habe ich nicht gespielt. Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Du hast was versammelt. Ja, das erste Multiplayer-Spiel, ne, das war schon was Besonderes wieder. Mhm. Ja. 11 war gut. Wo muss ich ihn überhaupt abfahren? Das wäre mal eine gute Hilfe. Wir fahren hinten zu Feld 70. Ernsthaft? Mist. Ja. Ja, okay, es ist nicht so weit. Beim Hof, das ist ja der Hauptruf da unten, ne? Ja. Ja, genau. Ah, gut. So, jetzt muss ich ja mal gucken mit dem Timer, weil ich habe nämlich ein paar Minuten vorher aufgenommen. Wir sind jetzt bei 13 Minuten. Sehr schön, okay. 13. Da verdiene ich nur 20 Geld, wenn wir das in 15 machen. Da wird wenigstens noch mal ein bisschen Werbung zwischengeblendet. Ja. Ja, aber durch den neuen Player, das ist mir jetzt auch auf YouTube. Hübsch, der ist hübsch, der ist extrem hübsch, das auf jeden Fall. Ja. Man sieht allerdings nicht mehr die Zeitanzeige, also außer wenn man fährt drüber. Das ist natürlich auch ganz... schade. Es ist schade, aber es ist clever gemacht. wobei, was heißt cleverer gemacht? Also eigentlich ist es ziemlich dämlich. Weil der Zuschauer ist ja so, also wenn ich einen Film gucke zum Beispiel über ich habe hier Amazon, diesen Fire TV Stick habe ich, ne? Also mit Prime zusammen. Und da kannst du halt, hast du so eine Fernbedienung, so eine extra, so eine kleine. Und da kann ich dann einfach draufklicken und sehe halt, wie lange zum Beispiel noch eine Serienfolge oder eine Serienepisode noch geht oder wie lange noch ein Film geht. Das ist echt gut, weil also im Kino neige ich halt manchmal bei langen Filmen neige ich halt auch dazu irgendwie zu sagen so, oh Gott, ich guck mal aufs Handy, wie spät das ist oder so. Weil der Film geht. Hey, du kannst aber, ja die Zeit überhaupt nicht einschätzen, das ist im Kino, das ist immer... Richtig, ja. Und ich muss auch dazu sagen, Kinositze sind extrem unbequem. Also, Terminator Genesis. Ja. Ich glaube, die stirbt. Ja. Wirklich? Was sagst du denn für Kinos? Wie im Cineplex Passau, das war echt. Nein. Ich war auch im Cineplex. Im großen Cineplex bei uns war es ja super, aber ich war nicht im großen Cineplex. So. Ja, bei uns ist so steil, das ist so genial. Der richtig, richtig cool. Da kann vor dir sitzen, wer will. Michael Jordan oder sonst wer. Da sitzt voll drüber. Aber okay. Ja. Ja, aber die Sitze sind halt unbequem und du sitzt halt eine halbe Stunde, dann gehst du schon mal auf die linke Arschbacke rüber und so nach einer weiteren halben Stunde gehst du auf die rechte rüber und dann merkst du irgendwann, dass dir der linke Fuß einschläft und denkst so, scheiße,
Dann merkst du aber auch noch, dass dein rechter Arm eigentlich gar nicht mehr auf die Stützlehne raufpasst, weil der Nebenmann, der neben dir sitzt, die für sich beansprucht. Das heißt, du musst nach links ausweichen. Aber wenn links jemand sitzt, der die rechte für sich beansprucht, hast du halt voll die Arschkarte. Ja. Dann musst du nämlich so sitzen. Sagen, beenden wir diesen Part, oder? Ja, sehr schön. Mit der Arschkarte. Mit der Arschkarte. Genau. Die anderen Beschreibungen seht ihr unten. Gerne Mitspieler und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.